Ja, hallo Leute, hier ist wieder mal Eintopf und willkommen zu einem weiteren kleinen Teil meines Tomb Raider Let's Plays. Und dieser Teil spielt ein klein wenig aus der Reihe und das ist deswegen der Fall, weil ich habe zu dem Zeitpunkt, wo ihr dieses hier seht, das Spiel bereits abgeschlossen und alle Folgen des Tomb Raider Let's Plays aufgenommen. Ihr könnt im Uploadplan gucken, wann die letzte Folge, also das Ende des Spiels, erscheint. Gleichzeitig ist mir aber aufgefallen, dass mir insgesamt zufällig auch noch genau 5 Gräber fehlen, die wir nicht erkundet haben während des Let's Plays. Und da ich gerade dabei bin, ein 100% des Spiels anzufangen und dieses auch durchzuführen, dachte ich mir, gehen wir dann immer als kleines Bonusvideo neben den normalen Let's Plays nochmal diese 5 Gräber, die ich im Endeffekt bisher nicht geschafft habe, durch und schauen uns die dann immer als Zusatzvideo an. Und wir beginnen, wie gesagt, heute mit diesem Grab hier und wir schauen gleich mal, wie es genannt ist. Wir gucken noch auf die Karte, wo sich das befindet. Das befindet sich hier im Küstenwald und hier auf der rechten Seite und da haben wir, wie gesagt, das noch nicht erkundet. Ja, und das machen wir jetzt und dann schauen wir mal, was wir in diesem kleinen, netten Grab so vorfinden. Und das ist das Grab des Abenteuers. Und zwar ist es ein heruntergeladenes Grab. Das heißt, eventuell ist es durch meine Survival Edition, die ich bekommen habe, ein kleiner Zusatzinhalt. Es kann durchaus sein. Falls ihr es selbst nicht im Spiel habt, dann wisst ihr jetzt, warum das so ist. Ich habe es auf jeden Fall und dementsprechend gucken wir uns das mal an. So, hier haben wir schon mal Pfeile. Und ich habe übrigens unseren Bogen auf das Maximum geupgradet. Das werdet ihr im Let's Play noch verfolgen. Und das ist mittlerweile auch schon geschehen. So, das kann mal wegbrennen. So, weiter geht es. Boah, Wasser. Optionales Grab. So, okay. Wir haben hier auf jeden Fall wieder so Sachen. Okay, das können wir anscheinend nicht abbrennen. Ah, okay. So machen wir das im Endeffekt. So brennen wir diese Sachen ab. Was uns das genau bringt, das werden wir vermutlich gleich sehen. Ah, das Flugzeug stürzt ein klein wenig herunter. Ja, das ist auch der Plan. Und der Baum brennt auch noch weiter. So, gucken wir mal, was es sonst noch gibt. Da hinten sehen wir noch so ein paar Laternen. Und hier sehen wir noch so ein zweites Flugzeugding. Wir springen jetzt erstmal hier in diese Richtung und gucken mal, was hier so ergibt. Wir haben hier noch so einen Typen liegen und hier haben wir die verschiedenen Laternen. Vermutlich müssen wir das damit da dran werfen. Sehr gut. Gucken wir nochmal, was hier noch so ist. Da unten ist noch was, aber das sah glaube ich nur so aus. Es muss einen Weg geben, ihn nach oben zu ziehen. Okay. Einer mehr müsste reichen. Einer mehr müsste reichen, das heißt, wir müssen mal gucken. Hier haben wir noch Pfeile. Okay, haben wir sonst noch hier irgendwo was? Also hier können wir weitergehen noch. Wo wir da hinkommen. Das ist, glaube ich, genau, nur mit unserem Explosivdings zu machen. Und hier haben wir schon mal eine ganz nette Schatzkammer, wie ich finde. Schrott. Also, einige Sachen hier zu holen. Munition. Da oben ist noch was. Wie kriegen das da runter? Auch abfackeln. Oder müssen wir da einfach hoch? Ah, okay. Bergungsgut, ach, solche Sachen können wir auch immer gut gebrauchen. Und Nahrung und alles Mögliche. Uns fehlen übrigens insgesamt derzeit noch 3 Level. Dann bin ich auch das Maximum Level in diesem Let's Play. Ja, ganz nett. So. Noch mehr Bergungsgut. Noch mehr Zeug. Mehr anderer Kram. Noch mehr Munition und Bergungsgut. Haben wir jetzt hier noch was vergessen? Da ist noch was, da oben ist noch irgendwie was. Ah, okay, das. Also ihr braucht im Endeffekt schon alle Upgrades, um das hier abzuschließen.
damit ihr auch alles sammeln könnt, was hier so gibt. Ihr seht, da oben sind auch noch so Sachen. Da oben ist, steht noch was. Ich weiß nicht, wie ich das da runterkriege. Hier oben ist noch ein Feuerding. Da auch. So, und dann müssen wir noch irgendwie versuchen, da hochzukommen. Warum kann ich das hier nicht abschießen? Funktioniert anscheinend nicht. Egal, noch mehr Bergungsgut. Ich glaube, das ist eh nur so ein Bonusgrab, das heißt, ihr findet ja ganz, ganz viel Bergungsgut und ja, so Sachen, die ihr nicht unbedingt zum Überleben braucht, aber die ganz nützlich sind. Ja, wie gesagt, da oben haben wir jetzt noch eine, da müssten wir jetzt mal sehen, wie wir da irgendwie hochkommen. Aber wir machen jetzt erstmal hier diese Kiste auf, da wird vermutlich auch noch Bergungsgut drin sein. Ich glaube, es ist auch nur in diesem Grab so. Ich glaube, in den anderen Gräbern sind solche Sachen gar nicht versteckt. Vermutlich dadurch, dass das hier ein Bonusgrab ist, finden wir hier noch so viel zusätzliches Zeug. Die Frage ist, wie kommen wir denn da hoch? Wir müssen uns da irgendwie dran festhalten. Können wir hier irgendwo noch an der Seite ein bisschen höher? Ja, okay. Das ist eine sehr gute Frage, wie wir da jetzt hochkommen. Weil die Kisten hier können wir halt nicht hochklettern. Nee. Naja gut, ich glaube, dann lassen wir das. Ist auch egal, wie gesagt, hier ist eh nur noch Bergungsgut drin, denke ich mal. Und dementsprechend gehen wir mal weiter und schauen uns mal weiter hier in dieser Höhle um. Und versuchen dieses Grab hier auch abzuklären. Hier haben wir noch ganz viel, was wir abfackeln können, oder nicht? Nee, anscheinend nicht. Aber wir können hier auf jeden Fall schon mal rüberspringen. So, und hier hoch. Da oben ist noch eine Pfanne. Uäh. Da können wir die. Nicht genau, was das uns bringt. Ah, jetzt können wir vermutlich. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir das irgendwie. Also können wir das doch abbrennen. Warum hat er es mir denn gerade nicht richtig angezeigt? Oh, oh fuck. Was jetzt? Das ist eine sehr gute Frage. Jetzt bin ich auf jeden Fall hier viel zu weit unten. Und dann können wir das da drin noch abfackeln. Pem. Ich glaube, ich hatte einfach die falschen Pfeile ausgewählt. Ich habe nämlich jetzt drei Arten von Pfeilen. So, wie komme ich jetzt da rein? Oder muss ich da gar nicht rein? Doch, da muss ich rein. Zwar durch den Baumstamm, sehr schön. Und hier hoch? Nein! Lara, komm, tu uns das hier an. So, hier hoch und da hoch. Und ja, ich glaube, das war's. Hier sehen wir die Truhe und die öffnen wir jetzt. Ja, Grab durchsucht, wir haben das Grab des Abenteurers gemeistert, das war's im Endeffekt auch, jetzt können wir uns hier noch hier runterschwingen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Teil gefallen, ich hoffe, euch gefallen grundsätzlich diese Grabzulagen, die ich euch jetzt im Endeffekt gebe. Ich hoffe, ich schaffe es immer, sie rechtzeitig hochzuladen, das ist immer eine Frage, ob ich das wie gesagt schaffe, sonst kriegt ihr die natürlich nachgeliefert. Also wenn das jetzt nicht immer am selben Tag des Tomb Raider Let's Plays rauskommt, sondern am Wochenende oder wenn ich sonst Zeit finde, ist dann halt so, aber ich versuche es eigentlich am selben Tag euch zu bringen. Und das ist jetzt im Endeffekt so eine Rubrik, wie gesagt, die soll jeden Freitag, wenn Tomb Raider Let's Play kommt, ebenfalls stattfinden. Und in dieser Rubrik schauen wir uns dann im Endeffekt die 5 verbleibenden Gräber an, die ich im Let's Play übersehen habe. Ja, und am Ende, nach dem Ganzen, gibt es dann noch ein kleines Bonusvideo, wo ihr euch, wenn ihr euch für Tomb Raider interessiert, nochmal alle Bücher und sowas anschauen könnt, die ich vergessen habe und eventuell dann sogar noch ein kleines Zusatzvideo zum 100% des Spiels. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder beim Grab oder beim Tomb Raider Let's Play. Ansonsten schaut auch sonst mal auf meinen Kanal vorbei. Macht's gut. Bye bye. Wir sehen uns.